Und willkommen zurück zu Let's Play Counter-Strike Condition Zero, Mission 9. Wir sind in Japan, Tokio. Zur Information, Herr Yoshida wird bald eintreffen. Hey, in Ordnung, Zentrale. Der Hof ist abgesichert. Wir sind soweit. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er wird umgebracht werden. Herr Yoshida betritt den Hof. Alle ist aufgepasst. Schön konzentriert bleiben, Männer. Jeder hier könnte ein Feind sein. Konnichiwa. Politiker sollten hinter kugelsicherem Glas bleiben, wie es ihnen gesagt wird. Sehr es ist zu gefährlich für ihn, Konnichiwa? Sich vor diesen Leuten wirklich? In Szene zu setzen. Und natürlich jeglicher Zufall tritt ein. Es sind Feinde in der Nähe. Die Feinde schießen auf der Pulte. In Sicherheit. Ich bin auf Feinde wie auf Seite gestoßen. Chikoku, es kommen immer mehr Feinde. Mögen die Kleidung? Wir haben Kleidung. Du gehst da hinunter und fällst die Feinde auf. Echt? Yeah. Oh mein Gott. Das ist sehr beleidigend für Japaner. Feuer, Rücken! Wollen wir jetzt erstmal hier hoch. Wir haben einen Mann verloren. Ziel ausgeschaltet. Also die Synchronisation. Wir haben einen Mann verloren. Ich wiederhole. Echt bescheuert, also stereotypischer japanisch geht's nicht. Dein Team muss zu uns stoßen. Es kommen immer mehr Feinde zu Herr Yoshidas Stellung. Also stoßen wir zum anderen Team. Was ist los? Riesengroße Manga-Hefte. Oh mein Gott. Und Daten werden geladen. Wir gehören in das Gebäude auf der anderen Seite des Platzes. Das kann schon nur schief gehen. Tanaka hat noch Munition, wenn's bei dir eng wird. Für dich. Aber nicht alles auf einmal verschwenden. Ja, wahnsinnig lustig, Penner. Erkunde die Gasse da vorne. Bin auf Feinde gestoßen. Also sonderlich viel Mühe geben die sich nicht, aber was ist das? Die hocken da und überlegen da nicht mal zu helfen. Okay. M60. Verdammt. So! Tanaka wurde getroffen! Komm hierher! Das war der Bandenführer, Toshifune! Herr Yoshida ist in Sicherheit! Hol dir den Scharfschützen! Finde ihn und mach ihn fertig! Hätte mir ruhig noch ein bisschen Munition lassen können. Und schon wieder laden. Okay, das japanische Level ist ziemlich viel mit Laden verbunden. Okay, es explodiert. Dazu sagen, diese Mission. Okay. Ich sehe nichts und ich habe kein Nachtlicht. Wie finde ich denn das? Scheiße. Okay. Da kann man sich auch Licht verschaffen. Du sollst dir den Scharfschützen schnappern! Shisho! Was? Schieß schon oder Shisho? Was wollen die denn von mir? Dämlich. Wow.
Sowas können die sich echt sparen. Steht die dann, wenn nicht schon ausnahmsweise mal eine komplett eingedeutschte Synchronisation. Dazu sagen, das ist die Mission, die ich so gespielt habe schon mal. Die restlichen sind anscheinend neu, beziehungsweise die sagen nicht viel. Was soll denn das? Hoffentlich versuchst du ihm den Nähtan. Wenn die bösen Terroristen und Politiker töten, außer einen alten Mann umzubringen. Mann muss tatsächlich die großartigsten Menschen der Welt sein. Oh, Schrotflinte. Wäre echt super. Das macht man aber nicht. Das ist sehr unfreundlich. Zeugt von schlechtem Charakter. Aber immerhin wissen wir schon was. Ach ne. Bleib Toshifune auf den Fersen! Lass ihn nicht kommen! Also, ich hasse diese Steckenbleib-Bugs. Ich bin ziemlich sicher, unzensiert wäre das Spiel äußerst brutal. Also wie man schon merkt, hier sind auch weitaus mehr so ja, die Müller fahren. Brauchst du eine Einladung? Och ja. Eine Einladung wäre nicht schlecht. Man sollte vielleicht die Augen aufmachen. Und springen sollte man vielleicht auch können. Okay, ich kenne ja so gerade in den Weg. Moment. Ha! Zum Glück hat die Schrotflinte ein eingebautes Taschenlämpchen. So viel. Schaut, dann zieh ich dir! Wenn du mit dir recht! Das wird so fahren. Man schleicht sich auch nicht an bewaffnete Menschen an. Thank you.
bitte töten Sie mich nicht, schießen Sie nicht. Richtig, verstehen. Du kannst so nicht. Brauchst du eine Einladung? Wofür? Jetzt und komm los! Sollte solche so ein Wissen regelmäßig auffrischen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt schon gleich die 10 Minuten Grenze erreicht habe. Geht doch. Bleib Toshifune auf den Fersen! Was? Lass ihn nicht entkommen! Ich setze einen Kopfschuss an und er macht mich trotzdem kalt? Hast du das gesehen? Ach, wahrscheinlich irgendwo ein Cheat-Hacker. Okay, das ist wirklich lustig eigentlich. Der Typ regt sich über Cheater auf. Er ist da entlang! Ja, keine Reaktionsgabe. Dann versuchen wir das Ganze gleich nochmal. Gemero, Hilfe! Ah! Was? Und direkt Feld 2. Erkennt erlaubte, verursacht zivile Verluste. Normalerweise ist eine Spezialeinheit auch dafür da, damit die alle rundum sich so einschnappen können und nicht ein einziger. Was? Ja, zurück, dann habe ich es auch gesehen. Ich habe dem doch ganz klein in den Kopf geschossen. Na gut, Versuch Nummer 3 oder 4. So, Sacknase. Vielen Dank! Gut gemacht, Truppan! Der Scharfschütze ist erledigt! Und das war's mit Mission Nummer 9. Bis zum nächsten Video, wo es vielleicht nicht so viele Fails gibt. Bis dahin, ciao!